Hallo meine Mäuse, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin morgen, es ist ja bombastisches Wetter, ich bin morgen zum Grillen eingeladen und dafür bringe ich natürlich Kekse mit, Leute. Ich werde auch immer gefragt, wenn meine Freunde nicht schon genervt davon sind, dass ich dauernd Kekse mitbringe und Kekse verschenke. Entweder sie sind wirklich gute Lügner und trauen es sich nicht mehr zu sagen oder sie haben nichts dagegen. Ich hoffe einfach zweiteres. Jedenfalls wird morgen angegrillt und ich habe mir überlegt, dass ich so kleine, weil es müssen auch relativ viele werden, dass ich so kleine Grills dekoriere. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt. Ich fackel jetzt hier gar nicht lange rum, ich quatsch euch gar nicht lange vor, Leute, wir starten jetzt sofort. Ach, ist das schön, mal wieder ein YouTube-Video einzusprechen, Leute. Ich freue mich voll. Ich bin, wie gesagt, zum Grillen das erste Mal diesen Sommer eingeladen und dafür möchte ich natürlich die passenden Kekse mitbringen. Ich peile mal an, so um die 20 Kekse circa mitzubringen. Es gibt auch noch genug andere Leute, die was mitbringen. Deswegen muss ich jetzt nicht jeden damit satt machen, sondern es ist eher so eine Kleinigkeit auf die Hand. Ich schneide übrigens meistens auch die Kreise mit dem Skalpell aus dem Teig aus, weil ich das Gefühl habe, dass diese Metallausstecher, vor allem Kreise, sich mit der Zeit einfach ein bisschen verformen. Wobei es jetzt hier auch nicht darum geht, dass die Kreise perfekt rund sind, aber wie auch immer, ich erkläre euch das Motiv bzw. was ich mir dabei gedacht habe. Wir dekorieren nämlich kleine Grills. Ist die Mehrzahl von Grill Grills? Grille? Ich weiß es nicht. Dafür habe ich die Kekse erstmal mit einem schönen dunklen Schwarz ausgefüllt. Damit wir aber diese Asche, dieses Feuer hinbekommen, habe ich noch ein orangenes und ein rotes Icing mit reingegeben und das Ganze einfach so ein bisschen Freestyle verswirlt. Ich liebe Keksmotive, die nicht so mega perfekt sein müssen. Hier war jetzt wirklich jeder Keks für sich ein Unikat. Bei manchen habe ich mehr Rot und Orange dazu gegeben, bei manchen weniger, bei manchen habe ich sogar noch ein bisschen Grau ausprobiert und habe mich so einfach rangetastet, damit es so natürlich wie möglich diesen brennenden Asche-Look erzeugt. Das Einzige, was so ein bisschen nervig war, die mir auf Instagram folgen, werden es schon mitbekommen haben, mein Ofen ist gerade kaputt, Leute. Das heißt, ich habe so einen Mini-Backofen für den Tisch, kann dementsprechend aber auch nur ca. 4 bis 5 Kekse gleichzeitig backen. So, die Asche hätten wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch sowohl ein Grillrost als auch die Sachen, die gegrillt werden natürlich. Deswegen habe ich angefangen, mit einer festeren Konsistenz erstmal Burger-Patties vorzubereiten. Die feste Konsistenz habe ich genommen, damit das Icing nicht komplett glatt wird. So ein Burger-Patty hat ja auch ein bisschen Struktur. Ich könnte die Burger-Patties natürlich auch direkt auf den Grill draufpipen. So ist es aber ein bisschen einfacher, weil ich jetzt schon eine große Anzahl an Burger-Patties vorbereiten kann. Die lasse ich jetzt schön durchtrocknen, bis unsere Asche-Kekse auch trocknen. Und dann ist quasi alles gleichzeitig fertig. Das spart einfach so ein bisschen Zeit und Arbeit. Außerdem habe ich noch ein paar kleine Würstchen vorbereitet. Da musste ich mich am Anfang erstmal so ein bisschen von der Form her reingrooven. Ich habe das Gefühl, am Anfang habe ich die so super krumm gemacht. Dann habe ich die zwischenzeitlich super gerade gemacht. Aber am Ende wurden sie dann doch ganz gut. Das nennt sich übrigens Transfers, was ich hier gerade mache. Icing-Transfers. Und irgendwie, ich finde die so süß, Leute. Ich muss in Zukunft wirklich öfter damit arbeiten. Es macht richtig Spaß. Manche Patties hatten dann noch das Glück, eine Scheibe Käse drauf zu bekommen. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Das sieht wirklich aus wie geschmolzener Käse. Die Patties und die Würstchen müssen jetzt gut durchtrocknen. Ich lasse die wirklich gerne mal 6 bis 8 Stunden trocknen, damit die auch nicht zerbrechen und ein bisschen stabiler werden. Das heißt, in der Zeit können wir uns schon mal um das Grillrost kümmern. Die erste Schicht vom Keks ist jetzt nämlich schon ziemlich gut angetrocknet. Boah, Leute, ich sag's euch, ich freue mich so auf die Grillsaison. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr gute Grillrezepte oder irgendwas Außergewöhnliches zum Grillen bei euch in der Familie, im Freundeskreis habt, dann lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich liebe ja zum Beispiel Spargel, Erdbeersalat als Beilage oder ganz klassisch Kartoffelsalat, Würstchen. Oh, ich liebe es. Ich wollte euch auch noch ein kleines Update zu meiner Selbstständigkeit geben. Ich bin ja jetzt seit ziemlich genau einem Monat selbstständig. Ich kann selber irgendwie noch nicht richtig glauben. Ich denke mir so, keine Ahnung, ich fühle mich gefühlt manchmal noch wie 18. Aber ja, so ist es. Ich bin selbstständig. Ich bin komplett auf mich selber gestellt. Ich hatte ja vorher im Marketing gearbeitet und mache jetzt seit einem Monat nur noch Social Media. Ich hätte niemals gedacht, Leute, dass ich Influencerin werde. Ich finde es immer noch komplett surreal einfach. Wie auch immer, die erste Woche bin ich gefühlt nur schreiend im Kreis gerannt und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte euch auch auf Insta mitgenommen, folgt mir da gerne. In der zweiten Woche hat sich das um 180 Grad gedreht und ich habe nur gechillt. Ich war den ganzen Tag mit Freunden draußen, war beim Sport, habe mir Zeit gelassen, mir voll das ausgiebige Frühstück gemacht. Und jetzt so langsam in Woche 4 habe ich das Gefühl, ich finde so ein gutes Mittelmaß. Ich bin auch auf jeden Fall deutlich gechillter, vielleicht ein bisschen zu gechillt, keine Ahnung.
Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so krass vorgestellt. Ich dachte, Selbstständigkeit, dadurch, dass ich Social Media die ganze Zeit nebenbei gemacht habe, neben meinem normalen Job, dachte ich, ich mache jetzt genau dasselbe, mein Leben wird genauso bleiben, nur dass ich halt einfach diese krasse Doppelbelastung nicht habe mit Vollzeitstelle und Social Media. Aber es ist schon auf jeden Fall was anderes. Ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen Angst vom Sommer, weil ich doch jemand bin, der gerne mal auf eine Party geht oder gerne mal mit Freunden ein Gläschen Wein trinkt und so. Und ich glaube, da muss man sich echt selbst disziplinieren, um zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht da jeden Tag ab 14 Uhr irgendwie draußen rumchillen. Ich muss halt irgendwie auch meine festen Arbeitszeiten so ein bisschen einhalten. Da muss ich noch so ein bisschen schauen, wie das klappen wird, ob ich eher so, weil aktuell arbeite ich auch immer sehr, sehr, sehr viel am Wochenende und dafür dann unter der Woche auch mal ein bisschen weniger. Da muss ich noch ein bisschen schauen, welcher Typ Mensch ich bin, ob ich da wirklich klare Arbeitszeiten haben will oder ein bisschen mehr go with the flow, ein bisschen flexibler. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen noch rausstellen. Ich war ja mit meiner Mama in Island. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, war es einerseits so richtig krass, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt nicht dieses so, oh, Montag wieder arbeiten. Aber ich hatte halt auch einfach nicht so dieses, Montag wird wieder gearbeitet, sondern ich bin einfach für mich selber verantwortlich. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann, aber es ist schon krass. Also ich dachte, das wird mir leichter fallen. Es bleibt spannend, Leute, es bleibt spannend. Also das Leben ist doch echt verrückt, ein Auf und Ab. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Wir können die ganzen kleinen Würstchen und Burger-Patties von der Folie lösen. Da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, aber die halten echt mehr aus, als man es vielleicht meinen könnte. Ich muss mir echt mal Gedanken machen, wie ich diese kleinen Transfers in Zukunft mehr in meine Motive einbinden kann, weil ich finde es einerseits so praktisch und irgendwie auch, ja, macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Wenn ihr Ideen habt, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Damit das Ganze auch gut hält und die Würstchen nicht vom Gerost fallen, habe ich dann noch so ein bisschen Icing drauf gemacht und die kleinen Patties und Würstchen dann auf den Grill draufgegeben. Jetzt könnt ihr vielleicht auch schon erkennen, wo das Ganze hinführt. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht, habe ich dann am Ende die Burger-Patties und die Würstchen auf das noch feuchte Rost gelegt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe quasi das Rost draufgepiped und dann direkt die Patties und die Würstchen draufgetan. Das hier war dann das finale Endergebnis. Ich bin richtig gespannt, was ihr sagt. Lasst wie immer eure Wunschmotive in den Kommentaren da. Ich werde jetzt die Kekse noch so ein bisschen einpacken, ein bisschen schützen und dann geht's auch schon los zur Grillparty. Ich bin voll gespannt, was die Gäste zu den Keksen sagen. Ich wollte mich auch nochmal für euren ganzen Support bedanken. Ich hatte es auf Instagram die Tage schon mal angeschnitten. Ich liebe es einfach, mich mit euch auszutauschen, eure Kommentare zu lesen, eure Nachrichten und denke mir jeden Tag einfach nur, ich habe die beste Community auf dieser Welt. Danke dafür.